Okay Leute, kurzer Disclaimer, also in den meisten Fällen ist es nicht wert, 100 Euro in ein Spiel reinzustecken, aber jeder muss sein Geld natürlich da anlegen, wo er möchte. Wenn ich überlege, wann ich mir das letzte Mal neue Schuhe gekauft habe oder irgendwie Geld für Alkohol ausgegeben habe, ich glaube, das ist 15 Jahre her, wo ich mal einen Tropfen Alkohol getrunken habe, ist es so eine Sache, von daher gebe ich gerne mein Geld hier aus. Überlegt euch das gut, lasst euch von diesen Videos nicht zu krass triggern, dass ihr jetzt auch richtig Bock habt, Boxen reinzuziehen, das sollte es nicht beschönigen, aber ich weiß trotzdem, welchen Effekt das auf manche Leute natürlich haben kann, von daher überlegt es euch halt wirklich gut und guckt, ob euch das Geld das wirklich wert ist und ob euch das lange, ich sage mal, ein gewisses Joyment bereitet. Von daher Leute, ey komm, wir gehen rein, ich hab 10.000 Punkte, das Ziel ist es, 100 Packs zu ziehen. Ich weiß nicht, wie viele Packs ich bisher gehabt habe, aber ich müsste ungefähr 200, vielleicht auch schon 300 Packs gezogen haben in meiner ganzen Apex-Karriere insgesamt. Und von daher sollte das nicht allzu lange gehen, dementsprechend das Erbstück zu ziehen. In diesem Video ziehen wir mindestens 50 Stück. Sollten wir nicht das Erbstück ziehen, kommt nochmal ein zweites Video, wo wir ebenfalls nochmal 50 Stück ziehen. Dann haben wir wieder 100. Und wenn wir dann auch nicht das Erbstück ziehen, dann wird es kritisch. Dann müssen wir gucken, ob ich nochmal so eine Serie mache und wahrscheinlich schon. Aber Leute, komm ab dafür. Wir haben 100, wir haben 10.000 Apex Packs. Wir kaufen uns erstmal 50 Stück. Ich meine, tut es weh, es zu kaufen? Naja, ein wenig, aber eigentlich habe ich mich ja dazu ganz freiwillig entschieden, Leute. Wir haben 51 Packs, davon ist auf jeden Fall ein legendäres. Legendär interessiert mich halt so gut wie gar nicht. Ich will dieses scheiß Erbstück haben. Und Leute, ab dafür. Wir gucken, was wir ziehen. Nummer 1. Jetzt komm, gib mir erstmal das hier. Weiß. Das ist das Erste. Das heißt, wir haben garantiert ein legendäres und wir kriegen Weiß, Weiß, Gold. Wir kriegen Erbstückteile und wir kriegen diesen wunderschönen Skin. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist ganz geil vom Ironside her. Oder komm. Rüsten wir aus, Leute. Ich lehne mich zurück. Das wird jetzt auch ein ganz entspanntes Video. Und wir schauen mal, was wir bei 50 Packs so bekommen. Bisher alles ziemlicher Bullshit. Also ich finde ja auch, die könnten uns, also EA könnte uns jetzt wirklich mal schon ein bisschen gönnen, was man schon an Geld hier reingesteckt hat. Naja, aber gut, wir gucken mal weiter. Drei Packs to go, oder drei Packs haben wir. Weiß, weiß, blau, das sind immer so die, das sind wirklich immer so die schlechtesten Packs, die man überhaupt ziehen kann. Und ich glaube, davon werden wir noch einige weiteren sehen, die weiß, weiß, blau sind. Bro, Bro, Alter, oh, also das kannst du dir ja kaum angucken. Ich überlege auch generell, ob es irgendwelche geilen Skins gibt, so Waffenskins oder irgendwelche Champion-Skins, die ich gerne haben wollen würde. Aber mir fällt doch ehrlich gesagt jetzt keiner ein. Wenn, dann sind es bloß irgendwelche thematischen. Es gibt ja diesen Bloodhound-Skin zu diesem Halloween-Event. Das war ein geiler Skin. Aber ich glaube, den kannst du gar nicht aus Lootboxen ziehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das geht nicht. Kurze Unterbrechung, weil die Kamera auch einfach gar nicht mehr fokussiert. Hallo, bist du dumm? Okay, ich hoffe, die beschissene Kamera ist jetzt wieder fokussiert. Ich darf mich nicht so viel bewegen, sonst ist da immer ganz große Probleme mit dieser scheiß Dreckskamera. Ganz ehrlich, ich finde den Skin sogar relativ clean, ne? Dieses wirklich, dieses dunkle, schwarze. Also es kommt schon gar nicht so bad. Von daher, Leute, rauf damit. Und was haben wir hier? Eine geile Pose, ein geiles Abzeichen. Mensch, da kann man sich ja richtig freuen. Blau, blau, weiß. Also ich glaube, das wird ein scheiß Unboxing, so mit 50 Dingern. Na, mit 50 Packs. Blau, blau, weiß oder weiß, weiß, blau. Weiß, weiß, blau, Entschuldigung. Man darf natürlich definitiv nicht zu viel verlangen. Es gab mal so eine Theorie, dass manche Leute Sonnenaccounts haben, manche haben Schattenaccounts. Das sind so Sonnenaccounts und so die Accounts, die haben in allem Glück, die haben die beste Connection, die bekommen immer den heftigsten Loot und so weiter und so fort. Und ich sag euch Leute, ich habe einen richtigen Schattenaccount. Ich habe einen richtigen Schattenaccount. Weiß, glaube, haben wir überhaupt einen? Ich glaube, wir haben bisher einen epischen Teil gezogen. 10 Euro sind weg. Das schmerzt wirklich ziemlich stark. Jetzt komm, jetzt geh mal an den Papa hier was Vernünftiges. Weiß, weiß, blau. Ich glaube, ich sollte so einen Graphen machen zwischen weißen Items und blauen Items. Zweimal blau, Leute. Das war's. Ich glaube, es wird einfach nicht besser, ne? Es wird halt einfach nicht besser. Aber wie Mutti schon sagt, Freunde,
Hinten wird die... Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Das ist doch nicht deren Ernst. Dass die überhaupt so einen Skin kreieren, die Skin-Abteilung, die Art-Abteilung von EA, die sollten sich wirklich schämen, diesen Auftrag anzunehmen und sagen, Leute, mach mal mit den schlechtesten Skin, den ihr machen könnt. Und die sagen, ja, das kriegen wir hin. Alter Vater, gut, wir setzen uns mal ein bisschen entspannter hin, weil das sieht ja nicht so aus, als wenn wir uns hier irgendwie aufraffen müssen. Zweimal lila sogar. Bin ja gespannt. Mirage und Herstellungsteile, na Mensch. Are you kidding me, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Aber wenn er auch zweimal episch kommt, dann reicht das aber auch direkt. Oh, das sieht cool aus. Bei wem ist das für Loba? Okay, das sieht actually gar nicht so schlecht aus. Oh, hoppala. Also ich bin ja jetzt schon sehr pessimistisch gestimmt, ob wir nur ansatzweise ein Erbstück bekommen werden. Ich glaube tatsächlich nicht, Freunde. Ja. Also ich merke schon, der Vibe ist schon ganz negativ in diesem Video, aber was willst du da machen? Nee, komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch, ne? Das muss jetzt mal ein bisschen schneller gehen. Ja, blau, weiß, weiß. Ey, es interessiert mich schon gar nicht, was ich da bekomme, aber ja, dankeschön. Das macht mich schon richtig sauer, wenn ich schon diesen blauen Strahl sehe, dann werde ich schon richtig sauer. Danke. Was Goldenes? Na Mensch. Ah. Weißt du, das Problem ist, dann ziehst du einen Lifeline-Skin, wo ich aber auch schon einen richtig krassen Lifeline-Skin habe. Das ist schon richtig bitter. Dann gib mir noch wenigstens irgendwas anderes Cooles. Was Lilanes? Let's see what we got. Octane. Okay, der gleiche wie Mirage, glaube ich, gerade. Ach komm, rüsten wir aus. Warum nicht? Ja, dankeschön. Danke, danke sehr. Wie viel sind diese Herstellungsteile eigentlich? Diese grauen, die man bekommt, habe ich gar nicht beachtet. 10? 15? Okay, wieder blau, blau, weiß. Warum auch nicht? Herstellungsteile, das sind 30. Die blauen sind 30. Oh Mann, Alter. 30, aber kannst du dir... Kannst du dir von der Batch kaufen oder sowas? Eine richtig schlechte? Oder ein Fährtenleser, besser gesagt. Scheiße. Mann, ich klicke immer zu weit zurück. Okay. Das war's dann auch wieder. Das 21. Pack. Oh, was Goldenes. Okay, die Rundenzahlen scheinen gut zu sein. Ein Car-Skin. Es sieht aus wie so ein BSR-Skin. Das sieht aus wie wirklich so eine richtige BSR-Waffe. Berliner Stadtreinigung. Wer kennt's nicht? Das sieht doch einfach kacke aus. Das sieht doch einfach scheiße aus. Und ausrüsten. Let's go. 20 to go. Warum nicht? Was soll schief gehen? Oh, wieder was Goldenes? Aber es interessiert mich gar nicht. Es gibt nichts Goldenes, was ich haben wollen würde. Ich glaube sogar, dass der Skin ziemlich scheiße ist hier mit diesen Drachenflügeln, Schuppen oder Ohren, was das sein soll. Keine Ahnung. Weil das dementsprechend im Ironside einfach scheiße aussieht. Das wird dir Sicht wegnehmen. Also ich glaube, das ist nicht mal gut. Bin ich sicher? Aber ich glaube, es ist nicht mal gut. Okay, lila. Auch wieder Crap. Weiß, blau, weiß. Warum auch nicht? Weg damit. Ja, weiß, weiß, lila kann man machen. Mal gucken, was wir bekommen haben. Ein A in einen hinein. Wie heißt das Ding? Ein Talisman. Ein Talisman. Wir haben ein Talisman bekommen. Meine Waffe. Oh Gott, ich kack so ab, ey. Herstellungsteile, 30. Wupp. Man kennt ihn, da freut man sich aber auch schon richtig doll. Weiß, blau, blau. Ich wette, ich habe so einen Account. Ich krieg so bei meinem genau 510 Pack bekomme ich mein Erbstück. Auch langweilig. Ich glaube, wir haben bisher 3 Goldene bekommen oder so. Oh, ich dachte gerade, mein Spiel ist hängen geblieben. Okay. Crap.
Weiß-Blau-Blau. Let's freaking go. Aber ich krieg schön viele Herstellungsteile. Das ist doch was Schönes. Immer wieder so schön 30er-Pakete. Ja, das summiert sich hoch, ne? Also wenn du dann so 2000 Packs kaufst, das summiert sich richtig hoch. Weiß-Blau-Blau, man kennt ihn. Apo-RED. Der allerechte. 15 Herstellungsteile sind die grauen. Perfekt. 15. Weiß, weiß und gold. Noch einen Eva-Skin. Juhu! Im Endeffekt der gleiche wie gerade eben, bloß in einer anderen Farbe. Kann man so viel Pech haben? Kann man so viel Pech haben? Ich rüste die nicht mehr aus. Ja, ich weigere mich einfach dagegen. Das ist ja wirklich die Oberhärte. Ho, lila. Aber ja, gespannt, was wir bekommen. Yeah! Okay, Leute, die sechsten 6 Packs. Und dann sind einfach mal so 50 Euro. Das ist einfach 50 Euro. Einfach mal weg. Aber, Leute, wenn es euch Enjoyment bereitet, warum nicht? Blau, blau, weiß. Let's freaking go. Und gleich weiter. Komm, wir ziehen die letzten durch. Blau, blau, weiß. Komm, ich guck gar nicht hin. Warte. Ich guck gar nicht hin. Ich höre jetzt los. Auf jeden Fall nur Kacke. Okay, die letzten 2 Packs. Ich guck nicht hin. Ich höre nur. Ich glaube, weiß, weiß, blau. Nee, sogar was lila. Oh, na Mensch. Was für ein cooler Caustic-Skin. Das letzte Pack, Boys. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Also auf jeden Fall weiß war dabei. Also 50 Euro mal kurz weggemacht. Wir haben sogar 51 Packs ausgemacht. Das heißt also, es kommt ein Teil 2. Natürlich, natürlich kommt ein Teil 2. Freunde, ach du Scheiße, das kannst du keinem erzählen. Leute, macht's gut, abonniert gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal.